Wenn wir nun den Einfluss des Menschen auf das Klima aus der Gleichung herausnehmen, ist eine neue Eiszeit nicht nur möglich, sondern praktisch unausweichlich. Schließlich wurden in den letzten paar Millionen Jahren warme Epochen im Leben des Planeten unweigerlich durch Kälteeinbrüche ersetzt. Dies ist das Kennzeichen unseres geologischen Zeitalters. Jede weitere Eiszeit wurde heftiger und länger. Wir leben in einem eher ungewöhnlichen geologischen Zeitalter. Dies ist eine Zeit, die durch ein prägendes Merkmal gekennzeichnet ist: Eis. Seit der industriellen Revolution sind die Durchschnittstemperaturen stetig gestiegen, besonders stark in den letzten 60.000 Jahren, und das lässt sich nicht leugnen. Dieser durch menschliche Aktivitäten verursachte Sprung erfolgt jedoch vor dem Hintergrund einer viel größeren Vereisung im Quartär. Vor etwa 2,6 Millionen Jahren, zu Beginn der letzten geologischen Epoche, trat die Erde in ein neues Klimaregime ein, eine Reihe intermittierender Eiszeiten. Diese Bedingungen haben die Lebensbedingungen in der Welt, in der wir jetzt leben, und die Art und Weise, wie wir unseren Platz darin einnehmen, stark beeinflusst. Wir leben derzeit in einer Zwischeneiszeit. Das Klima ist relativ warm, die Eiskappen schrumpfen und in der Folge steigt der Meeresspiegel. Allerdings gab es in den letzten Zehntausenden von Jahren im Durchschnitt viel mehr Eis als heute. Wie die Welt während der letzten Eiszeit aussah, wissen wir wahrscheinlich aus Museumsausstellungen und Dokumentationen. Damals war fast die gesamte Nordhalbkugel mit riesigen Eisschichten bedeckt, struppige Mammuts durchstreiften die tundraähnlichen Landschaften, sie wurden von Säbelzahntiger, und die in Felle gekleideten Naturvölker dieser Zeit jagten sie mit Speeren und trösteten sie später auf dem Scheiterhaufen. Allerdings sah nur die allerletzte Phase der Vereisung in der jüngeren Geschichte unseres Planeten so aus. Es wird angenommen, dass in 2,5 Millionen Jahren 40 bis 50 Eiszeiten vergangen sind, die jedes Mal länger und kälter wurden. Darüber hinaus war das Klima des Planeten insgesamt während des Quartärs besonders instabil und schwankte zwischen harten Eiszeiten und wärmeren Zwischeneiszeitintervallen, was zu einer periodischen Ausdehnung und Schrumpfung riesiger Eisschilde führte. Das Gefrieren dauert durchschnittlich 80.000 Jahre, und die Pause zwischen den Eiszeiten beträgt nur etwa 15.000 Jahre. Jede Zwischeneiszeit, einschließlich des aktuellen Holozäns, in das wir vor 11.700 Jahren eintraten, ist nur ein kurzes warmes Intermezzo zwischen Frostperioden, die ziemlich abrupt auftreten. Wir werden noch herausfinden, warum unser Planet in die Phase solcher Klimasprünge eingetreten ist, aber zunächst werden wir uns mit den Bedingungen während der letzten Eiszeit befassen. Wir können mit Sicherheit sagen, dass es einen erfrischenden Frost gab, der die Knochen knirschte. Die letzte Eiszeit begann vor etwa 117.000 Jahren und dauerte etwa 100.000 Jahre bis zum Beginn der aktuellen holozänen Zwischeneiszeit. Auf dem Höhepunkt der Eiszeit vor 25.000 bis 22.000 Jahren krochen riesige, bis zu 4 Kilometer dicke Eisschichten von Norden nach Nordeuropa und Amerika und übertönten alles Leben. Eine weitere, kleinere Eisdecke bedeckte Sibirien. Und die Eiskappen der Gebirgszüge, der Alpen, Anden, des Himalaya und des neuseeländischen Gebirges, breiteten sich bis zum Grund aus. Riesige Eisschilde und Kappen fingen große Wassermengen ein, und der Meeresspiegel sank weltweit um bis zu 120 Metern, wodurch die Festlandzocke, die große Landmassen begrenzen, zu trockenem Land wurden. Die Eisschilde Nordamerikas, Grönlands und Skandinaviens reichten bis an den äußersten Rand der Schelfe, und das Meer um sie herum war offenbar mit schwimmendem Eis bedeckt. In der Nähe dieser Eisflächen herrschte starker Frost und von der Oberfläche der gefrorenen Meere verdunsteten nur wenig Feuchtigkeit, so dass das Klima viel trockener war. Haarige Winde lösten Staubstürme auf den trockenen Ebenen aus. Die Landschaft Europas und Nordamerikas ähnelte im Allgemeinen der Tundra, der gefrorene Boden taute das ganze Jahr über nicht auf, Permafrost, und weiter südlich erstreckten sich, soweit das Auge reichte, trockene Grassteppen. Fast alle Bäume, die heute in ganz Europa wachsen, blieben damals nur in abgelegenen Ecken des Mittelmeerraums erhalten. Vor 20.000 Jahren erinnerten die dichten Wälder des heutigen Mitteleuropas eher an das heutige Nordsibirien. Mit dem Ende jeder Eiszeit stiegen die Ozeane erneut an und überschwemmten die Kontinentalschelfs. Das etablierte interglaziale Klima brachte die Ökosysteme auf dem Planeten allmählich in polnäre Breitengrade zurück, die Eisschilde zogen sich zurück und die Bedingungen wurden milder. In der Tierwelt ist Migration ein weit verbreitetes Phänomen, Vögel ziehen für den Winter nach Süden, riesige Herden wilder Tiere fegen wie ein Tsunami über die Serengeti, aber auch Wälder wandern. Natürlich können sich einzelne Bäume mit Wichteln auf ihren Ästen nicht von alleine fortbewegen, aber wenn das Klima wärmer wird, keimen jedes Jahr Samen und Jungpflanzen und werden etwas weiter nördlich gelagert, und mit der Zeit marschiert der Wald regelrecht,
genau wie in Prophezeiung in Macbeth. Schätzungen zufolge haben sich einige Baumarten in Europa und Asien seit der letzten Eiszeit um bis zu 100 Metern pro Jahr nach Norden verlagert. Ihnen folgten Tiere, Pflanzenfresser, die sich direkt von Pflanzen ernährten, und ihnen folgten Raubtiere, die Pflanzenfresser jagten. Zwischen wiederholten Eiszeiten breiten sich Pflanzen und Tiere wie eine lebende Welle nach Norden und Süden aus. Eiszeiten variieren in ihrer Intensität und Zwischeneiszeiten sind nicht alle gleich. Die letzte Zwischeneiszeit vor etwa 130.000 Jahren war im Allgemeinen wärmer als die aktuelle. Die Durchschnittstemperaturen waren um mindestens 2 Grad Celsius höher, der Meeresspiegel war 5 Meter höher und Tiere, die wir eher für afrikanisch halten, durchstreiften Europa. Im Allgemeinen entdeckten Arbeiter Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts beim Ausheben einer Grube am Trafalgar Square im Zentrum Londons die Überreste einer Vielzahl von Tieren, nicht nur Elefanten, Nashörner und Flusspferde, sondern auch Löwen, die aus der vorherigen Zwischeneiszeit erhalten geblieben waren. Außerdem dreht sich die Erde nicht auf einer Kreisbahn um die Sonne, sondern auf einer etwas verlängerten Umlaufbahn, einer Ellipse. Im Laufe eines Jahres passiert die Erde einmal einen Punkt auf ihrer Umlaufbahn, an dem sie der Sonne etwas näher ist, und 6 Monate später passiert sie einen Punkt, an dem sie etwas weiter entfernt ist. Tatsächlich ist es noch verwirrender, diese Merkmale unserer Welt und ihre Umlaufbahn ändern sich im Laufe der Zeit unter dem Einfluss der Schwerkraft anderer Planeten im Sonnensystem, insbesondere des Riesen Jupiter. Die kosmischen Bedingungen der Existenz der Erde ändern sich unter dem Einfluss von 3 Hauptfaktoren und bilden eine Reihe himmlischer Zyklen. Erstens wird unsere Umlaufbahn entweder runder oder länglicher, und das geschieht im Laufe von etwa 100.000 Jahren, das ist der Zyklus der exzentrischen Dreiheit. Zweitens schwankt die Neigung der Erde relativ zur Sonne über einen Zeitraum von etwa 41.000 Jahren zwischen 22,2 Grad und 24,5 Grad, wodurch die Pole abwechselnd den Sonnenstrahlen ausgesetzt und dann wieder vor ihnen verborgen werden. Diese Neigung hat großen Einfluss auf die Ausprägung der Jahreszeiten, so dass bereits geringfügige Winkeländerungen dazu führen, dass die Arktis im Sommer etwas mehr oder etwas weniger Wärme erhält. Und der dritte, kürzeste Zyklus ist ein Zyklus von 26.000 Jahren, in dem die Planetenachse einen Kreis beschreibt, wie ein schwankender Kreisel, das nennt man Präzession. Durch die Präzession ändern sich die Jahreszeiten, wenn sich die nördliche und südliche Hemisphäre zur Sonne neigen. Derzeit zeigt der Nordpol zufällig auf den Nordstern, was ihm für die Navigation äußerst nützlich macht, aber in etwa weiteren 12.000 Jahren wird die Rotation der geneigten Erdachse den Pol zu einem anderen Nordstern, Vega, verschieben, und der Sommer wird beginnen, die nördliche Hemisphäre wird im Dezember fallen. Daher wird das Klima auf der Erde durch die Ausdehnung der Umlaufbahn sowie die Neigung und Drehung der Achse unseres Planeten bestimmt, die zyklischen Veränderungen unterliegen. Diese periodischen Schwingungen werden Milankovitch-Zyklen genannt. Diese Zyklen verringern im Allgemeinen nicht die Gesamtmenge an Sonnenlicht, die während des Jahres ihre Umlaufbahn auf die Erdoberfläche fällt. Sie wirken sich lediglich auf die Verteilung der Sonnenwärme zwischen der nördlichen und südlichen Hemisphäre und damit auf die Intensität der Jahreszeiten aus. Paradoxerweise ist der Hauptauslöser für Eiszeiten nicht die Kälte in der Arktis im Winter, sondern der kühle Sommer. Wenn im Norden der Sommer viele Jahre hintereinander kalt ist, hat der im Winter gefallene Schnee keine Zeit, vollständig zu schmelzen und beginnt sich im Laufe der Jahre anzusammeln. Schicht für Schicht wächst es wie eine Zwiebel. Zudem versprechen kühle arktische Sommer oft wärmere Winter, was ebenfalls zur Bildung von Eisschilden führt. Wärmere Meere verdunsten mehr Feuchtigkeit, was zu starkem Schneefall führt. Die Exzentrizität der Erdumlaufbahn verstärkt den Einfluss der Richtung der Erdachse während ihrer Präzession. Wenn beispielsweise diese beiden Zyklen miteinander in Resonanz stehen, so dass der Punkt in unserer Umlaufbahn, an dem der Nordpol der Sonne zugewandt ist, mit dem Punkt der elliptischen Umlaufbahn zusammenfällt, der am weitesten von der Sonne entfernt ist, werden die Sommer in der Arktis besonders kalt sein. Dadurch schmilzt das über den Winter gewachsene Eis nicht vollständig und beginnt sich anzusammeln. Der Planet tritt in eine weitere Eiszeit ein. In diesem Zustand gefriert die weiß gewordene Erde, sie reflektiert den größten Teil der Sonnenwärme, bis der Rhythmus der Milankovitch-Zyklen dazu führt, dass der Norden mehr Wärme erhält, und dann schmilzt die Eisdecke und zieht sich wieder zurück. Das Abschmelzen am Ende einer Eiszeit erfolgt immer viel schneller als das Gefrieren zu Beginn. Während Milankovitch-Zyklen die nördliche Hemisphäre erneut erwärmen, setzt der Ozean mehr Kohlendioxid und Wasserdampf frei. Beide sind Treibhausgase und tragen daher zur Erwärmung bei.
Darüber hinaus schmelzen mit steigendem Meeresspiegel die Ränder der Eisschilde, wodurch sich die Meeres- und Landoberfläche vergrößert, von der die Sonnenstrahlen im Gegensatz zu schneeweißem Eis nicht reflektiert werden. Daher besteht der Rhythmus der Eiszeiten aus einem langsamen Übergang in den gefrorenen Zustand und einem schnellen Auftauen. Seit Beginn der aktuellen Ära intermittierender Fröste folgt der Rhythmus des Beginns der Eiszeiten dem 41.000-jährigen Milankovitch-Zyklus, dem Zyklus der Neigung der Erdachse, jedoch aus nicht ganz klaren Gründen. Etwa 1 Million Jahren früher wurden die Schwankungen langsamer, aber stärker, entsprechend dem 100.000-jährigen Zyklus der Exzentrizität der Erde, zunehmender Elliptizität unserer Umlaufbahn. Die Eiszeiten marschierten zu einer anderen Trommel, einer Trommel, die weniger häufig, dafür aber lauter schlug. Jede weitere Eiszeit wurde heftiger und länger. Die größten Eisschilde vom Nordpol bedeckten die gesamte Landmasse des eurasischen und nordamerikanischen Kontinents und hatten selbst während der interglazialen Warmperioden keine Zeit, vollständig zu schmelzen. Das gilt auch für die Eiskappe der Antarktis. Allmählich schmelzen, aber viel weniger. Die Himmelsmechanik, die das Pulsieren der Eiszeiten in den letzten paar Millionen Jahren bestimmt, ist recht einfach. Die subtilen Auswirkungen der Milankovitch-Zyklen tragen jedoch nur dann zu Schwankungen zwischen Eiszeiten und interglazialen Phasen im Erdklima bei, wenn das Weltklima bereits am Rande einer weiteren Vereisung in einem prekären Gleichgewicht hängt. Die größere Frage bleibt also, was schafft die Bedingungen für die Vereisung?